jeder Mensch möchte leben. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung des Zusammenlebens. Davon auszugehen, ist das Fundament von allem Weiteren. Jeder Mensch möchte da sein. Und dass wir da sein möchten, hat aber zu tun damit, dass andere auf uns zukommen und sagen, es ist sehr gut, dass du da bist. Das nennen wir Liebe. Dass jemand zu uns sagt, es ist sehr gut, dass du da bist. Damit hat unser Leben begonnen. Wir sind nicht einfach hineingeworfen ins Leben, wurden irgendwann gefunden und jemand hat gesagt, ja, weiter stört er nicht, wir nehmen ihn mal mit. Sondern wir werden geboren, erblicken das Licht der Welt und der erste Mensch, der uns anblickt, der ist sehr beglückt darüber, dass wir da sind. Idealerweise. Und dieses Beglücktsein eines anderen Menschen, das soll sich über das ganze Leben eines Menschen erstrecken und hinstrecken, vom ersten Augenblick bis zum letzten Augenblick. Und dieses Beglücktsein eines Menschen, vieler Menschen möglicherweise, über das eigene Dasein, diese Liebe von einem Menschen, die wird in Gesetzesform gegossen, in Hochkulturen, sodass der Gesetzgeber sagt, selbst wenn alle Menschen dieser Welt sagen würden, auf dich können wir verzichten. Ich, der Gesetzgeber, sage das nicht. Das ist die ethische Leistung des Staates. Der Gesetzgeber sagt, der Staat möchte auf dich nicht verzichten. Wer ist der Staat? Die Gesamtheit der Menschen. Wenn aber jetzt eine Abstimmung stattfände und die Gesamtheit der in der Bundesrepublik befindlichen oder die Gesamtheit aller Menschen auf dieser Welt würde, Gedankenexperiment, würde abstimmen und sagen, auf dich, Peter Schallenberg, können wir gut und gerne verzichten, dann würde das Gesetz dagegen stehen. Würde das Gesetz dadurch geändert? Nicht nach bundesrepublikanischer Auffassung, denn die Grundrechtsartikel sind mit Ewigkeitsgarantie versehen. Selbst wenn es eine Abstimmung gäbe, 100%, die sagen würde, wir verzichten auf dich, würde das Gesetz weiter behaupten, das ist falsch. Wenn eine 100% die Mehrheit sagen würde, 1 und 1 ist 3, würde das mathematische Gesetz weiter sagen, das ist falsch. Das Gesetz kann mehr erkennen als wechselnde Abstimmungsmehrheiten. Das ist eigentlich eine besondere Leistung der Kultur, eine besondere menschliche Leistung. Und damit hat es zu tun, dass wir sagen, das Gesetz, was Sterbehilfe verbietet, aktive Sterbehilfe verbietet, dass dieses Gesetz fördert die Menschenwürde, indem es jedem Menschen versichert, du hast eine unantastbare Würde, du bist unbedingt liebenswürdig, du bist würdig, geliebt zu werden. Und selbst wenn alle Menschen erklären würden, der ist nicht würdig, geliebt zu werden, das Gesetz versichert dir, du bist es. Und das bildet die unterste, keinesfalls hinreichende, aber notwendige Ebene, auf der du dein Leben führen darfst und dein Leben führen musst. Damit kommen wir jetzt zu dem Punkt der Autonomie. Ist jemand autonom in der Entscheidung, da zu sein oder nicht da zu sein? Im Grunde ist das eine Fiktion, eine Chimäre, eine Fantasievorstellung. Wir wurden nicht gefragt, ob wir gezeugt werden wollen, ob wir geboren werden wollen. Wir gehen davon aus, dass es die beste Tatsache ist, dass wir da sind. Zu Recht gehen wir davon aus. Niemand könnte leben und sein Leben gestalten, wenn er nicht jeden Morgen aufwachen würde mit dem unbewussten, manchmal auch sehr bewussten Gedanke, wie gut ist es, dass ich da bin. Nicht aus eigenem Machen, ich habe mich nicht selbst hergestellt oder wie die Strickliesel aus irgendeinem Strickwerkzeug hervorgebracht, sondern ich wurde von anderen Menschen gewollt, deswegen bin ich da. Die Grundtatsache meines Lebens ist nicht aktiv, ich habe etwas gemacht, sondern passiv. Ich wurde ins Leben gesetzt, ich wurde gezeugt, ich wurde geboren. Dann bin ich da, jetzt mach was draus. Die Auffassung der Christen ist, letzter Punkt, dass nicht nur Menschen mir diese Zumutung der Liebe und des Lebens geben, sondern dass diese letzte Zumutung von Gott kommt, der unbedingt zu mir sagt, egal was geschieht, es ist sehr, sehr gut, dass du da bist. Dass es Gott gibt, heißt, dass es jemanden gibt, der auf ewig zu mir sagt, ich möchte auf ewig mit dir zusammen sein. Das nennen wir Liebe. Kein Mensch kann das sagen, weil Menschen begrenzt sind. Und wenn ein Mensch tot ist, wird er das nicht mehr sagen. Gott ist niemals tot. Gott sagt es immer zu uns. Der Anspruch des Gesetzgebers ist, ein fernes Echo dieser göttlichen Liebe zu geben. Jetzt würde vielleicht mancher denken, das ist jetzt weit überzogen. Das glaube ich nicht. Die Präambel unseres Grundgesetzes sagt mit Bewusstheit und mit Ernst in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Sie sagt nicht einfach in Verantwortung vor den Menschen. Sie sagt schon gar nicht in Verantwortung vor parlamentarischen Mehrheiten.
Sie sagt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Was sollte damit gemeint sein, wenn nicht die Verantwortung vor der Ewigkeit Gottes, vor dem Anspruch Gottes, der sagt, auf ewig ist dieser Mensch notwendig. Und das erstreckt sich über die gesamte medizinisch mögliche Zeit des Lebens und darf durch aktives Eingreifen des Menschen weder am Ende des Lebens noch in der Mitte des Lebens durch Todesstrafe, wie wir inzwischen auch sagen, nicht beeinträchtigt werden.